eines gleich vorweg. Wir bleiben oben, wir bleiben Bundesliga und sowohl in der Kampfmannschaft als auch im Vorstand, als auch in der Geschäftsstelle, das Wort Abstieg kommt nicht mehr in den Mund. Aufgegeben wird nur der berühmte Brief. Für die Fans gibt es nach wie vor genügend Argumente, die für einen Klassenerhalt sprechen. Vom Spielerischen her haben sie leicht die Möglichkeit, die nächsten Spiele zu gewinnen und das müsste dann langen, dass man halt nicht absteigen. Auf alle Fälle, wir glauben an unsere Mannschaft und die backen das. Es ist ein Traditionsverein, der einfach in die erste Liga gehört und da darf man nicht an Abstieg denken. Und mit den Fans in den Rücken und mit der Mannschaft können wir es echt packen und ich glaube da auch dran. Fabio, warum wird unser FC Wacker heuer nicht absteigen? Was glaubst denn du? Warum sind wir denn besser als die anderen? Warum sind wir besser? Weil wir gute Spieler haben. Wer ist denn dein Lieblingsspieler? Lukas Hinterseher. 9 Runden bleiben den schwarz-grünen Gladiatoren noch. Ein Auswärtssieg am Samstag gegen Sturm Graz wäre der erste wichtige Schritt für ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Wir bleiben oben, wir bleiben Bundesliga, war heute zu lesen. Was stimmt dich so zuversichtlich, dass dieser Spruch auch Realität wird? Ja, den haben wir jetzt schon intern, schon seit Beginn eigentlich gesetzt gehabt. Weil ich einfach nur an die Mannschaft glaube, weil ich immer sehe, was sie investieren. Irgendwann muss das einfach umdrehen, das Quäntchen Glück, was uns immer wieder gefehlt hat in den ersten Spielen. Und deshalb, solange alles nur rechnerisch möglich ist, werden wir den Glauben nicht verlieren. Heute besuchen wir einen Kärntner im Dress von Wacker Innsbruck. Christopher Wanitznik, kurz Wuschi genannt, ist seit 2011 beim Verein und hat noch einen gültigen Vertrag bis 30. Juni. Christopher, die ganze Mannschaft nennt dich Wuschi. Wie kommst du zu diesem Spitznamen? Ja, den Spitznamen habe ich jetzt eigentlich schon sehr lange. Das war schon in der U8. Da hat mir ein Spielerkollege Wuschelkopf genannt, weil ich etwas längere Haare gehabt habe, das immer beim Laufen so gewackelt hat. Und seitdem habe ich eigentlich den Spitznamen. Du warst ja so etwas wie eine Torfabrik für unseren FC Wacker Innsbruck. In den vergangenen 2 Saisonen 15 Tore, in der aktuellen Saison bislang 1 Tor. Woran liegt's? Ja, ich muss mich selber an der Nase nehmen. Ich habe einige Chancen auch vergeben. So wie jetzt am Wochenende gegen Rödig oder gegen die Austria habe ich Chancen liegen lassen. Ja, ich tue jeden Tag hart an mir arbeiten. Ich probiere, dass ich jede Chance reinhaue. Leider ist es halt heuer nicht so gut gegangen. Aber ich glaube, jetzt in den letzten 9 Runden werde ich noch 1-2 Tore schießen. Haben wir auch dringend notwendig. 3 Siege in den vergangenen 27 Spielen, die Ausbeute doch etwas bescheiden. Ja, wir haben am Anfang eigentlich sind wir gut in die Saison gestartet. Haben, glaube ich, 8 Spiele hintereinander oder 7 Spiele nicht verloren. Haben aber auch nicht die Big Points gemacht. Wir haben viele Unentschieden gespielt. Und auch sehr viele Fehler gemacht, aber ich weiß auch nicht, es hängt uns jetzt ein bisschen hinten nach, deswegen sind wir jetzt hinten drin. Aber ich glaube, jetzt werden wir jetzt in den nächsten 9 Runden nochmal alles geben, alles aus uns rausholen und dann schauen wir, was rausschaut zum Schluss. Wir blicken aber jetzt von Runde zu Runde. Diese Woche steht ein ganz wichtiges Auswärtsspiel gegen Sturm Graz auf dem Programm und da ist eigentlich Verlieren verboten, auch ein Unentschieden würde uns nicht weiterhelfen, ihr müsst es gewinnen. Ja, ich glaube, die nächsten 2 Spiele sind sehr richtungsweisend, weil wir haben dann daheim die Admira und wenn wir da jetzt 6 Punkte machen, sind wir wieder ein bisschen dabei und dann können wir wieder, sagen wir, in Schlagdistanz, muss ich sagen. Jetzt hast du noch Vertrag bis zum 30.06. Wie geht's weiter mit dir? Was sind deine persönlichen Wünsche? Was sind deine Vorstellungen? Ja, Gespräche hat es eigentlich noch keine gegeben. Ich konzentriere mich jetzt voll auf das, dass wir jetzt das noch schaffen. Dass wir jetzt nicht absteigen und dann können wir erst sehen, was dann danach ausschaut. Der FC Wacker Innsbruck bleibt oben, weil? Ja, weil wir die Qualität haben und auch die spielerische Klasse, dass wir das schaffen. Und eins sei noch erwähnt, das Unwort Abstieg hat mittlerweile einen Preis von 10 Euro. Das Wort Abstieg nehmen wir in den nächsten 2 Monaten nicht in den Mund und jeder, der das im Mund nimmt, darf 10 Euro an einen guten Zweck. Der Herbert Bär wird sich freuen. Wir bleiben oben, wir bleiben Bundesliga